So, da haben wir mal eine Konstellation von Hell's Kitchen, Kingpin, Dr. Doom und in dieser Konstellation kämpfen jetzt gegen Ant-Man. Also ihr könnt Kingpin auch mit einer anderen Konstellation machen, aber hier ist es ein bisschen einfacher. So, das allererste ist ganz klar, wieder parieren, dann hat er jetzt seinen Powerstich und dann hat man automatisch vollen Schaden. Was mir halt gefällt, wenn man die SK1 zündet, dass man halt diesen Debuff beibehalten tut und umso mehr Debuffs und hier sehr wichtig, auch umso mehr Debuffs ihr habt, umso einfacher wird es für euch. Ne? So, und wieder dann halt parieren, dann wieder SK1, dann geht er wieder zurück, dann macht ihr nach vorne, wieder eine SK1 zünden, denn er versucht halt jetzt zu verhindern, dass er seinen Powerstich erhalten tut, was nicht so schlimm ist, denn Kingpin hat genug Debuff-Schaden und das ist die eine Möglichkeit. Also der andere Möglichkeit, ich habe euch bei im anderen Video mit Spider-Man Miles Morales das gezeigt, wie ihr Ant-Man besiegen könnt, und hier zeige ich euch das einfach mit Kingpin. Es dauert ein bisschen zwar länger, aber ist auch möglich. So, dann wieder mal Debuff, dann wieder mal zurück. Und da verhält er sich der Ant-Man ein bisschen halt anders wie beim Spider-Man Miles Morales und von daher müssen wir die Strategie anders angehen. Na, dann könnt ihr halt nochmal drauf und ihr seht auch, das ist dauerhafte Damage, so 480, manchmal so, wenn ihr zwei Degenerationsschaden habt, dann noch, es gibt's, erhöht sich das Ganze natürlich, aber so habe ich halt im Endeffekt besiegt. Das war's auch schon. Abo, liken, Glocke nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.